Moin, ihr Baggerluten, und beim letzten Mal bei Resident Evil Revelations. Raymond, du bist es doch, oder? Auf Schmerzen, Kadett? Nein, ich kann auch kämpfen. Guter Mann. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlass dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Raccoon City. Der Agreature ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Er zitiert Dante. Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Und dieses Mal lief das sogar synchron zum Bild. Das ist wunderschön. Resident Evil Revelations. In Episode 4. Wiederkehrender Albtraum. Hat nichts mit den Alpen zu tun. Aber jetzt wissen wir immerhin, woran wir sind. Durchhalten von F werden ihre physischen... Oh. Ja, gut. Verdammte Terroristen. Verdammt! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Nicht alle. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Ist der jetzt doch nicht so böse, dieser Typ da? Oder doch? Oder wie? Ich weiß es nicht. Sieh mal, das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Ach komm, sag doch nochmal Strom. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Sag nochmal Strom. Komm schon. Ach man. So, dann mal gucken, was wir überhaupt jetzt noch so alles haben. Ein Heilkraut, ja. Ein bisschen was am Moon. Weil hierfür hatten wir eingesammelt, aber hatten wir überhaupt schon was? Den muss ich ja mal gucken. Was haben wir denn hier jetzt noch so? Quartier, ein paar Schlüssel. Steuerradschlüssel hatten wir und Rettungsringschlüssel. Ah, warte mal, was war hier hinten? Stimmt, hier wollten wir rein und hier oben war doch noch dieses komische Becken. So, okay, was haben wir hier? Dieses Kommunikationssystem wurde ebenfalls zerstört. Es ist schade. So, das nehmen wir mal mit. Schrotgewehr Moon, lass mal gucken. Wir haben eine Schrotze, wir haben zwei Pistolen. Ich glaube, die hatte mehr Damage gemacht, ne? Das konnten wir hier jetzt aber nicht sehen. Das konnten wir nur in dem anderen Ding sehen, ne? Genau, so, pass auf. Gewehrmoon haben wir hier nicht. Wir können nochmal eine Granate mitnehmen. Was haben wir denn da? Ah, das war wieder falsch. So, wir haben jetzt irgendwie nur diese eine Granate. So, und jetzt gucken wir nochmal mit unserem geilen Gedöns hier nochmal rum. Ah, guck mal, da findest du gleich was. Guck erstmal, ja. Hetz mich nicht. Ziel nicht gefunden. Du bist quasi nicht da. Okay. Ja, Mensch, ist doch in Ordnung. Schrotgewehr-Moon und irgendwelche Zettel. Sicherheitsanweisung. Da dieses nochmal. Da dieses Schiff bereits in einen Unfall verwickelt war, sind die Sicherheitsstandards höher als im Gesetz für Seesicherheit vorgeschrieben. Die Mannschaft muss dieses Handbuch lesen und sich den Inhalt für den Notfall gut einprägen. Erstens. Die Queen Zenobia verfügt über zwei besondere Energiegeneratoren. Sollte der Hauptgenerator ausfallen, sorgt der Reservegenerator im Kielraum für Ausgleich und versorgt das gesamte Schiff mit Reserveenergie. Reserveenergie. Da haben die nicht mehr den Es gespart. So, zwei. Dieses Schiff verfügt über vertikale Schotten, die im Fall einer Flutung automatisch Wasser umleiten. Im Notfall können die Schotten über das Kontrollsystem im Kielraum gesteuert werden. Das werden wir bestimmt noch machen müssen, sonst wird es da wahrscheinlich nicht stehen. Dieses System funktioniert auch dann, wenn es kleinere Schäden erlitten hat. Kleinere Schäden erlitten hat. Ja, mit Betonung kann man immer schön viel rumspielen. So, die war geil. Die war auch nicht blöd. Das war... Ja, ich glaube, die hatten wir... Ja, doch, ich glaube, ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen. So, lass mal gucken, dass wir hier so ein bisschen Sachen machen können. Oh, aber es läuft erstaunlicherweise gerade echt sehr gut. Also eben gerade waren die ganzen... Okay, genau wo ich das sage, ruckelt es natürlich. Dankeschön, Spiel. Raymond! Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon gesagt habt, ihr braucht dringend Strom. Ah! Ach, geil! Das war super. Ich wollte ihn einfach mal scannen, um zu gucken... Ob er irgendwas sagt. Eisenankerschlüssel aufgenommen. Ach, cool. Wieder mehr Glück als Verstand.
Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Ach, du warst also schon da? Müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Ich erreiche meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Ach, und anstatt, dass du jetzt selber hingehst, schickst du uns. Es ist irgendwie... Du bist nicht ganz klug, oder? Also so recht wenig bis gar nicht. Warte, wir hatten hier doch da oben, Missy. Und mich nervt, dass man hier nicht richtig sprinten oder rennen kann, sondern dass das hier das Schnellste ist. Das finde ich ein bisschen schade. So, lass uns mal gucken. Warte, die war neu. Eine ausgewogene Waffe mit eher durchschnittlicher Feuerkraft. Die Standardwaffe für die Stars. Special Team and Rescue Service Mitglieder? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiße. Stars waren halt aus Teil 1 und 2 und 3 von Resident Evil. In Teil 3, der Nemesis, der quasi auch im Film, im ersten Film halt erschienen ist und im zweiten, also im ersten wurde er gebaut, im zweiten kam er dann, sagte der immer, Stars. Das war cool, das war schon cool, so. Warte mal, das ist die macht 140. Die hatte normalerweise, weiß ich gar nicht, die hatte glaube ich 190 schon, ne? Ich glaube ja. So, Standardwaffe mit teuren Teilen verbessert. Kleiner und leichter hat diese Waffe eine deutlich verbesserte Zielgenauigkeit. Aber nee. So, wir haben die. Da hatten wir nichts drin und die war zweifacher Feuerschuss. Pass auf, die nehmen wir mal wieder raus. Haben wir mal dahin, ob wir das können. So, und jetzt wollten wir nochmal gucken, ob wir hier nochmal was basteln können. Haben wir nichts mehr an Teilen gehabt? Schade, und hierfür konnten wir uns auch nichts kaufen, oder? Nee, okay, Schaden, Feuerrate, Magazin. Schaden, Feuerrate, 2. Ja, ich glaube, das ist okay so. Guti. Sollen wir jetzt dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Moment, ist da der... Moment mal. Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Sind wir jetzt im ersten Stock? Warte, wir haben hier doch so eine tolle Karte. Wo ist denn der? Wo? Ein Casino? Geht hier nicht? Ach, da! Casino. Wir sind da, dann sind wir da. Ja, dann müssen wir doch runter. Dann ist das nicht der erste Stock, dann ist das das Erdgeschoss, du Vogel. Jetzt sag mal, wo hast du denn Logik gelernt? Hier, das müsste dann das Erdgeschoss sein, du Bob. Oh, bitte einmal voll Profis, ne? Eisenankerschlüssel verwendet. So, öffne. So, für den Fall der Fälle. Jetzt dauert das hier sowieso ein bisschen länger. Kommst du, Kollege? Yay. Komm schon, Baby. Ich kann mir vorstellen, dass hier uns gleich schon was erwartet. Hallo. So, mal kurz hier nachgucken. In diesen Zwischenräumen gibt es, glaube ich, nichts, ne? Ne, glaube ich nicht. Oh, war ja schon offen. Oh, Taschenlampe. Da unten ist schon wieder irgendwas. Da unten habe ich was gesehen. Fischis! Dr. Fischi! Nein! Okay. Da ist doch schon... Okay, hier geht's. Oder muss ich da nur draus schießen? Nee, glaube ich nicht. F. Der Strom ist ausgefallen. Warte mal, der wollte doch gerade... Okay, ich hätte gedacht, dass ich da irgendwie gegenschießen kann. So diese Collectibles. Ey! Dankeschön. Wir laufen hier mal lang und gucken erst einmal überall, ob wir hier noch irgendwelche Sachen finden. Ah, das nimmt so ein bisschen den Charme weg, dass man mit diesem Extra-Ding noch suchen muss. Weil man kommt halt immer in dieses extrem künstliche, technische rein und das... Fischis! Das nimmt halt irgendwie so ein bisschen den Charme. Bericht des Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drinnen vorgeht. Es ist so einfach. Man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen. Und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet. Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm.
Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Aha. Okay. Vielleicht eine Statuette oder irgendwie sowas in der Art oder in der Richtung. Würde ich jetzt so behaupten. So, erstmal gucken. Hahaha. Oh, Handabdruck. Aus außer Reichweite, komm schon. Handabdruck gefunden. Schön. Würde ich gerne mal wissen, ob man dafür auch noch irgendwie Belohnung oder irgendwas erhält. War es das jetzt schon so? War es das echt schon so? Tatsache. Ja, okay. Gut, dann müssen wir da hinten, wo jetzt so... Ich habe das Mädchen gefunden. Okay. Aber was ist das eigentlich? Guck mal, da läufst du schon super dran vorbei. Munitionskiste, Pistole. Nice. Bin ich Blimfisch schon fast dran vorbeigelaufen. Ich will einmal kurz gucken, was... Sie öffnet sich nicht. Nee, okay, dann habe ich geguckt und jetzt gehen wir hier hoch. Ist es dein Ernst? Ist es wirklich dein... Zwischen ihren Brüsten ist eine Magnum-Patrone. Komm schon, Leute, bitte. Im Ernst. Kann man hier angehen. Oh, was ist das denn? Mit dem Schalter kann ich den Strom im Casino wieder anstellen. Ja, mach doch mal. Casino hat Strom. Ja, okay, die ist jetzt da. Dann muss ich sie da rausholen und kann sie da reinlegen. Aber ich befürchte, dass... Ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Ich kann mir vorstellen, dass diese Fischis hier irgendwas vorhaben. Ja. Taste drücken. Ja, mach mal. Mist, es ist infiziert. Pass auf. Wow! Fischi! Fischi! Wir waren auf dem Video. Fischi! Fischi! Wow, die hat die getroffen. Nee, das Ding hat nicht getroffen. Komm ran da. Fischi! Ich mach Sushi! Wo ist das andere da? Ah, wo ist es denn hin? Das ist schon gesprungen, ich wusste es. Forget it. Viecher, ey. Wo ist denn da? Wow! Ja, mach mal. Das ist schön, dass du auch mal was machst. Und nu? Ey, schieß mir den doch nicht weg, wenn ich da gerade hingehe. Endlich. Ach so. Ja, schade. Ist es etwas ruhiger? So. Da drücke ich nicht nochmal drauf. Wieso? Da kann doch nichts mehr passieren. Geil. Okay, haben wir verstanden. Was? Ach nee. Kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause. Münze eingeworfen. Ach nee, sag an. Sie bekommen eine Münze zurück. So, wir müssen tatsächlich jetzt ein bisschen spielen. Ach komm schon, sagt der jetzt jedes Mal hier auch das Gleiche oder was? Sollen der Mist? Also ich schätze mal, dass wir tatsächlich mehr Münzen brauchen. Naja, er sagte ja schon, es sind ein paar Münzen, die man da reinballern muss. Wir haben jetzt diese eine bekommen. Ach, das habt ihr ja ein bisschen zu easy gemacht, also zu komisch. Hä? Was? Hä? Hä? Wie jetzt? Ach, er wäre das gewesen, okay. Komm, Jung Casino, gib mir Geld. Die sind nicht an, aber er ist an. So, komm, der gibt uns jetzt was. Komm, na, der gibt uns das jetzt richtig. Ja. War doch klar. Und jetzt haben wir nämlich genug Münzen, einen Haufen Münzen aufgenommen. Yay, Kleingeld. Schon genug gespielt. Ach, komm schon. Mann, das ist eine Glückssträhne, das merke ich. Das habe ich im Blut, ey. Das habe ich im Blut. Ey, das... Ey, nee. So, 7. Macht 9. 109. Davon eine rauf, davon... Eine weniger, was waren das? Das war... Nee. So, nee, das war zu viel. Vielleicht die wieder weg. Naja, es ist jetzt so ein bisschen rumgeklicke, bis man halt das Richtige hat.
Wir müssen jetzt genau 107 Gramm hinkriegen. Nee, das ist ja schon Schwachsinn. Nimm hiervon auch mal ein paar, dann davon. Na, das war wieder viel zu viel. Andi, Herrgott. Wie viel brauche ich denn dann rein theoretisch? Nee, das ist auch. Das war eine zu wenig. Nee, das ist. Es ergibt doch alles keinen Sinn. Nehmen wir hier. Hey! Geil. 452. Also es ist einfach nur ein bisschen rumgeklickt und gut ist. Er hat ja gesagt 107 Gramm. Oder scheiße, oder waren es 103 Gramm? Nee, 107 war richtig. Da muss man sich auch noch so anstellen hier, damit da und so. Okay, hier haben wir auf jeden Fall mal einen guten Blick über das ganze Ding. Oh, schon wieder was zum Vorlesen oder Nacherzählen. Eine hingekritzelte Notiz. Liebster Freund. Ich bin am Ende meiner Weisheit. Es tut mir leid, aber ich muss los. Sie schlafen, aber irgendwann werden sie aufwachen. Jetzt ist meine Chance. Wenn ich nur an sie denke, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ihre hässlichen Körper sind nicht von dieser Welt. Ihr Gestank, die verrottende Organe und ihre Schreie wie Echos aus der Hölle. Ich habe so sehr Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Nicht einmal jetzt, wo ich das hier schreibe. Sei vorsichtig. Die aufgedunsenen Blasen an den Wänden sind ihre Eier. Mit ihrer Hilfe können sie sich erholen. Bitte glaub nicht, dass ich dich verlassen habe. Ich habe es für meine Familie getan. Ich werde für deine Sicherheit beten. Wahahaha. Okay, also gleich werden wir eventuell an den Monitoren irgendwas sehen. Und, ah, guck mal, da ist ja schon wieder was. Objekt, 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 Objekt. Hier scheint nichts zu sein. Hallo? Ah, geil, Waffenkiste. Aber wir hatten leider nichts an... Okay, haben wir geklärt. Hä, was? Ach, da können wir runter. Okay, also erstmal wollen wir an die Waffenkiste. Was haben wir denn jetzt gerade bekommen? Kritisch? Ach, geil. Ha, wäre das vielleicht... Ja, pass auf, das machen wir. Wir machen diesen zweifachen Schuss weg. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen um 30%. Crit ist halt immer doppelter Schaden. Na, also, das ist schon nicht scheiße. So wie es aussieht, werden wir hier runtergemusst haben. Ja! Natürlich! Genau! Klar! Die haben doch wohl einen an der Marmel, haben die doch. Kann ich das hier benutzen? Oh, nee, nicht, dass ich da gleich reinrenne und kapheister. Das haben wir nicht. Ja, mach das einfach mal. Brichst dir auch überhaupt kein Knöchel oder so. Oh, der ist größer. Oh Mann, jo. Ich habe da wenig Lust drauf auf diese Viechers. Hallo? Tja, das bringt nichts. Ich meine, das ist mir doch schon... Ich habe es doch gerade schon gelesen und es war mir aber vorher schon klar, dass das blöd ist mit den Dingern da. Warum können wir da nicht einfach draufhauen? Okay. Oh, ich sehe das schon kommen. Ich werde gleich hier fies niesen müssen. Oh, hier wird doch gleich irgendwas passieren. Hier ist der Lift. Hoffentlich funktioniert er noch. Hoffentlich. Können wir aber nicht wissen. Ich weiß das nicht. Hallo? Schwester. Der Schlüssel fehlt. Dann benutzen wir eben Ding. Der Schlüssel ist weg. Habe ich gerade schon gesagt. Ich werde ihn suchen. Okay, ich sehe hier nach, ob er irgendwo liegt. Funk durch, wenn du ihn hast. Keine Reaktion. Okay. Jetzt ist nun wieder die Frage, wie lange würde diese Episode jetzt wieder gehen? Da wir das nicht genau wissen, würde ich mal behaupten, dass ich hier schon die Folge beende. Das machen wir jetzt einfach mal. Das machen wir einfach mal. Vor allen Dingen muss ich ganz gehörig für Weihnachten und so einen Scheiß vorproduzieren. Oh!
Oh, zurück laufe ich jetzt nicht. Ja, vor allem muss ich ganz gehörig für Weihnachten vorproduzieren und allen möglichen Krams. Deswegen gehen wir gleich hier rein. Aber vorher sage ich euch noch mit Parker da hinten. Winke, winke, ciao und tschüss. Heute auf Russisch. Hund, bunt.